Tag und herzlich willkommen zurück im Expertenvideo. Und wir haben etwas, das genauso schwarz ist wie Piran sein Pullover. Und zwar das schwarze Sesamus oder schwarzes Tahin. Leider konnte man sich bei uns nicht so richtig einigen, wie man es jetzt benennt. Deswegen findet man es, glaube ich, im Shop unter schwarzes Tahin. Und hier steht aber Sesamus drauf. Also, ne? Was immer ihr wollt. Wir haben jetzt aufgeklärt. Und erzähl mal was. Schwarze Sesamkörner. Genau. Der schwarze Sesam ist ein bisschen aromatischer als der weiße Sesam. Und, dachten, und unterscheidet sich in der Farbe. Echt? Ja. Verrückt. Schön, dass Marketing hier auch was beitragen konnte. Ja, probier mal. Also geschmacklich, ich finde es relativ ähnlich wie so ein normales Tahin eigentlich. Ich finde es ein bisschen aromatischer, aber ich finde es einfach verrückt cool, dass es schwarz ist. Also ich kann mir damit doch eigentlich auch schwarzen Hummus machen, oder? Mhm, genau. Du kannst dir damit schwarzen Hummus machen. Du kannst dir damit auch super Aufstriche oder sowas machen. Was ich halt immer finde bei Tahin, bemängeln ja immer viele Mann, das macht irgendwie so ganz, ganz trocken im Mund und sowas. Ja, dann muss man halt nicht so viel davon essen, weißt du? Also es ist echt so in Maßen zu genießen oder das irgendwie mal, das sieht auch super aus, wenn man es irgendwie zu asiatischen Gerichten oder sowas als Soße on the side oder sowas dahin macht oder darüber träufelt mit Grün, sieht das echt cool aus. Also das ist echt ein Blickfang. Und ich finde, also ich mag Tahin an sich super gerne. Also es ist wirklich schwarz. Ja. Ne? Ja, was dachtest du denn jetzt? Dass da was irgendwie Gelbes rauskommt? Nicht oder? Angreifen. Seien Sie freundlich in dieser Firma. Ich bin immer freundlich. Wir sind eine glückliche Firma. Wir sind eine glückliche Familie in dieser Firma. Also wirklich lecker. Schwarzer Hummus, bin ich gespannt. Crasht, glaube ich, jede Party, insbesondere auch jede Halloween-Party. Ich bin gespannt, ob die Sales hochgehen zu Halloween. Meinst du? Ich glaube schon. Wenn wir das dann müssen ein wir aber machen. Mal ein cooles Rezept damit machen. Exakt. Postet doch mal ein Rezept hier unter die Kommentare, verlinkt uns das irgendwie, dann reposten wir das auf Instagram oder in unserem Shop im Food-Journal, wenn ihr das wollt. Machst du jetzt Marketing oder was? Seit wann entscheidest du denn, was auf Instagram kommt und was nicht? Guck mal, der ganze Zähne sind jetzt schwarz, das ist schon Halloween genug. Und dann bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ciao.